Diese Folge von Deist wird unterstützt und präsentiert von Taschengelddieb.de. So, Kinders, in der nächsten halben Stunde könnt ihr einiges lernen. Erstens, wie man Raumschiffflotten anmalt, zweitens, dass man einen Underdog niemals unterschätzen sollte und drittens, wie Hufe in Reizwäsche aussehen. Ich bin Dennis und das ist Deist. Moin Moin und herzlich willkommen zur letzten Folge von Deist in dieser Staffel. Und wie immer geht es bei Deist um kleine nerdige Spielzeugpüppchen. Andere sagen auch Spielzeugsoldaten. Ich bin momentan gerade in der Planung ganz hart drin wegen der Mac Convention, die vom 4. bis 6. Oktober in Erfurt stattfindet, weil da soll so ein bisschen Tabletop stattfinden und da muss ich ein bisschen was organisieren. Deswegen bleibe ich mit der Moderation relativ kurz heute. Ja, solltet ihr aber reingeschaltet haben, keine Ahnung haben, was es ist. Hier oben QR-Code einscannen, wird euch das erklärt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie soll ich den QR-Code einscannen, wenn ich das übers Handy schaue? Lasst euch doch mal was einfallen. Ihr seid auch kluge Kerlchen. Jetzt geht's zu den News aus der Szene der letzten Woche. Die News der Woche werden euch präsentiert von brückenkopfonline.de. Wenn ihr denkt, nur GW-Hautspiele am Fließband raus, dann schaut euch doch mal Warlord Games an, denn das neue Game von denen heißt Black Seas und es ist ein historisches Spiel, bei dem ihr Gefechte auf hoher See nachspielen könnt. Alles mit schicken Plastikschiffchen. Es gibt neue Preview-Bilder zu dem Spiel Carnivale und okay, die Tiere, die sind abgefahren. Eigentlich ganz geile Idee. Da komme ich auch noch auf so einige. Oh, ja, die anderen Modelle sehen natürlich auch gut aus. Für die Maler unter euch gibt es frischen Nachschub von Nuts Planet und dieser ist sehr gemischt. Neben einem militanten Molotow-Cocktail-Freund und einer Sci-Fi-Büste gibt es noch einen Hirschritter. Ja, ich bin jetzt zum zweiten Mal freudig verwirrt. Das heutige Atelier ist mal ein kleines bisschen was anderes, denn ich versuche einfach mal. Ich habe mir selbst eine Challenge auferlegt, und zwar, ob ich es schaffen kann, innerhalb von einem Tag das komplette Twilight Imperium 4. Editionsspiel anzumalen. Merkt ihr selber, ne? Das folgende Video wird euch präsentiert von pkpro.de. Hossa, liebe Leute und Brettspielfreunde, auch wenn ich noch nie Twilight Imperium gezockt habe, so wäre die 4. Edition vielleicht mal die Möglichkeit für mich, damit anzufangen. Das Game hat massig viele Miniaturen dabei am Start, die überraschend gut ausmodelliert sind. Normalerweise bemale ich meine Brettspiele eher selten bis gar nicht, aber dieses Mal hat es mich irgendwie gepackt und ich kam auf die Idee, das ganze Twilight Imperium etwas aufzupimpen. Komplett anzumalen, ja, das ist vielleicht ein kleines bisschen utopisch, wenn ich die nächsten 20 Jahre nochmal spielen möchte, aber ich habe mir einen Tag Zeit genommen, um zumindest das ganze Spiel etwas, naja, schöner zu machen. Mal schauen, wie weit ich an diesem einen Tag komme. Ziel ist es, die Miniaturen so aufzuwerten, dass sie zumindest etwas edler erscheinen. Und das, was dabei rumkommt, mag vielleicht den fortgeschrittenen Maler relativ wenig interessieren. Ich glaube aber dennoch, dass die Brettspieler oder Einsteiger die Tipps vielleicht ganz interessant finden könnten. Die Miniaturen sollen zwar aufgrund der geringen Zeit von nur einem Tag einfarbig bleiben, aber die Details sollen erkennbar sein und alles soll einen metallischen Glanz erhalten. Und das ist ziemlich einfach. Folgendes wird dazu benötigt. Als erstes brauchen wir ein Klebeband. Dabei ist es egal, ob es Gaffertape, Paketband oder doppelseitiges Klebeband ist. Am besten benötigt man zwei Sprühdosen Plate Mail Silbergrundierung von Army Painter und Kontrastfarben von Citadel in den passenden Farben. Ich habe hier Thalassa Blue, Margos Purple, Black Templar, Yan Yellow, Blood Angels Red und Warp Lightning genutzt. Als erstes werden alle Figuren grundiert und dafür nehme ich mir eine Kartonunterlage und klebe dort entweder doppelseitig aufgeklebtes Gaffer oder Paketband drauf. Oder aber ich nutze doppelseitiges Klebeband, welches ich in verschiedenen Lagen auftrage. Darauf werden dann die Miniaturen festgeklebt. Achtet darauf, dass sie nicht zu eng gestellt sind, damit die Farbe an alle Figuren rankommen und sie später durch die Farbe nicht zusammenkleben. Auch solltet ihr darauf achten, dass ihr sie farblich sortiert, denn nach der Grundierung sehen sie logischerweise alle gleich aus, und zwar silber. Orientieren könnt ihr euch an den Flaggen, Städten und Geschützen, die von der Unterseite nicht angemalt werden und somit in der Ursprungsfarbe bleiben, also die Unterseiten davon. Als nächstes nehme ich den Karton in eine behandschuhte Hand und sprühe mit der Sprühgrundierung alle Miniaturen an. Im Gegensatz zur Citadel-Sprühgrundierung sollte man bei den Army Painter Grundierungen näher an die Miniaturen herangehen und dauersprühen. Aber übertreibt es dabei nicht, denn man kann sehr leicht die Figuren mit der Farbe zukleistern und das hilft eigentlich niemandem. Der Grund, weshalb ich nicht auf dem Tisch oder Boden sprühe, ist der, dass das Sprühen sehr ungenau ist und ich mir nicht die Möbel oder den Fußboden farbig anstreichen möchte. Einmal über jede Miniaturengruppe rübergesprüht und solltet ihr 5 unterschiedliche Kartons haben, so wie ich, ist der Vorteil dessen, dass die erste Gruppe schon getrocknet ist, wenn die letzte gerade grundiert wurde.
Sind die Miniaturen trocken, dann drehe ich sie um, denn alle Figuren sind ja dreidimensionale Objekte, die von allen Seiten angemalt sein sollen. Es wäre also schade, wenn sie nur von oben angemalt wären und unten blankes Plastik erstrahlt. Einzige Ausnahme sind die Flaggen und Geschütze. Die haben nämlich einen flachen Fuß, der muss von unten nicht bemalt werden, weshalb ich diese sowie die Städte von der Grundierfläche entferne. Nachdem alle Modelle mit der ungrundierten Fläche nach oben gelegt wurden, grundiere ich diese ebenfalls. Effektiv müsst ihr also ungefähr 12-mal sprühen. Das hat bei mir etwas mehr als eine Sprühdose verbraucht. Dass ihr natürlich nur draußen grundieren solltet, versteht sich von selbst, da die Dämpfe nicht sehr angenehm sind und die Wahrscheinlichkeit, eurer Wohnung einen Silberanstrich zu verpassen, ebenfalls wegfällt. Ihr könnt auch gerne eine Atemmaske tragen, gerade wenn ihr viel und häufig sprüht. Ich habe es allerdings nicht gemacht. Auch solltet ihr immer auf den Wind achten und natürlich sollte es nicht regnen. Gerade zwei Sachen, die es bei uns in Norddeutschland zu einem ziemlichen Glücksspiel gemacht haben, ob ich an diesem Tag überhaupt sprühen und somit meine Challenge schaffen konnte. Okay, sind alle Miniaturen grundiert, sortiert ihr sie am besten zurück in die Tüten, damit wir nicht mit den ganzen Minis durcheinander kommen und den ganzen Farben. Nun sitzen wir am Maltisch und haben ganz viele Säcke vor uns. Wow, viel Silber. Nun kommt aber der spaßige Teil. Ich empfehle euch, eine Papierunterlage dafür zu nutzen, da die Farben, die ich hier verwende, relativ lange zum Trocknen brauchen und wir viele Miniaturen ablegen müssen. Ich nehme mir also nun einen Beutel mit Figuren. Die erste, die ich jetzt hier habe, das ist in dem Fall sind das die Lilanen. Nehme die passende Kontrastfarbe, in diesem Fall ist das Marlboro Purple. Ja, und dann fange ich an, mit einem dicken Malpinsel die Farbe direkt aus dem Topf sehr großflächig auf die Miniatur aufzutragen. Das kann wirklich jeder. Einfach auftragen. Man kann die Figur auch auf Zahnstocher oder ähnliches befestigen bzw. festkleben, um sie nicht direkt anfassen zu müssen und um sie gleich von allen Seiten bemalen zu können. Aber über 300 Miniaturen auf Zahnstocher zu kleben, na, das hätte mich fast selbst den ganzen Tag gekostet. Weshalb ich also in den sauren Apfel der schmuddeligen Finger beiße und sie in der Hand behalte, während ich sie anmale. Und logischerweise müssen wir sie nicht nur von einer Seite, sondern auch von der anderen Seite anmalen. Ich empfehle daher, sie von einer Seite anzumalen, sie trocknen zu lassen und dann die andere Seite anzumalen. Ja, und das mache ich nun mit allen 6 Farben. Das heißt, Thalassa Blue für Blau, Black Templar für Schwarz, Blood Angels Red für Rot, Ianten Yellow für Gelb, Warp Lightning für Grün und natürlich Margos Purple für Lila. Ich habe pro Farbe ungefähr 2 Stunden gebraucht, also inklusive Trocknungszeiten. Am Ende des Tages hatte ich einen Maltisch, der so voll mit bemalten Figuren war, dass nicht alles unter die Kamera passte. Aber das Ergebnis für einen sehr langen Maltag von knapp 14 Stunden kann sich eigentlich sehen lassen. Die Details der Miniaturen sind schön herausgearbeitet worden, ohne dass wir eigentlich überhaupt richtig malen mussten. Und das ist in meinen Augen ein so viel schöneres Bild als die blanken Plastikpüppchen. Klar, Details wie Fenster oder Waffen sind jetzt nicht bemalt, aber irgendwann habe ich auch mal Feierabend machen müssen. Zumindest ist dieser Stand ein Hingucker und eine gute Grundlage für spätere Malexzesse. Mir gefällt es und ich kann es kaum abwarten, die nächsten 14 Stunden damit zu verbringen, mein erstes Spiel Twilight Imperium zu zocken. Ja, soll so lange dauern, habe ich gehört. Was haltet ihr davon? Findet ihr es hübsch oder sagt ihr, naja, dann hätte man sie auch einfach in Plastik lassen können? Meint ihr, andere Brettspiele können auch davon profitieren? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Falls ihr euch nach dem Opener gefragt habt, hab ich mich verhört? Hat er gerade Hufe in Reizwäsche gesagt? Ja, das nächste Kurzreview könnte aufklären. Ob er das wissen will? Nun ja, ich hatte einige der neuen Slaanesh-Modelle in letzter Zeit in meinem Kurzreview und da ist es auch eigentlich logisch, dass der neue Hüter der Geheimnisse ebenfalls hier landen musste. Den habe ich übrigens von Games Workshop für dieses Review geschickt bekommen, da sage ich einmal Danke dazu. Die Citadel-Miniatur ist aus dem uns bekannten Hartplastik von Games Workshop. Die 2 Gussrahmen haben überraschend wenige, aber dafür große und geschwungene Teile. Dementsprechend easy war auch der Zusammenbau. Nee, wirklich, denn wenn ich mich an den Herrscher des Wandels erinnere, der in einer ähnlichen Größenkategorie war, dann war das Zusammenbasteln dieser Miniatur hier wirklich logisch und ein Klacks. Man kann aus dem Bausatz entweder einen normalen Hüter der Geheimnisse oder den namhaften Shalaxi Heelbane oder wie der heißt basteln. Ich habe mich für den klassischen Keeper of Secrets entschieden. Aber auch bei diesen hat man mehrere Variationsmöglichkeiten. Die linke Hand kann entweder krallenbewehrt sein, so wie diese hier, oder wahlweise einen Dolch, ein Schild oder eine Peitsche halten. Wobei ich sagen muss, ich hatte mich zu Anfang für die Peitsche entschieden, aber die wurde von der Figur in einer so komischen Pose gehalten, das fand ich irgendwie doof, weshalb ich mich dann doch gegen diese entschied. Auch ist es schön, dass noch ein zusätzlicher kuhartiger Kopf enthalten ist, der an den klassischen Hüter der Geheimnisse angelehnt ist.
Einzig das Anbringen des Umhanges empfand ich als ein wenig unsauber, da die Klebepunkte des Umhanges an die Hände nicht wirklich an den Händen selbst definiert sind und man auch etwas Spannung in die Mini einbringen muss, damit sich die Klebestellen berühren und logischerweise muss man die Spannung dann auch festhalten, bis der Klebstoff getrocknet ist. Ja. Die Qualität ist gewohnt sehr gut. Hinterschneidung und kontrastreicher Guss sorgen dafür, dass alle Details scharf und gut erkennbar sind. Einzig die Seite des Brustkorbes ist wie relativ häufig leicht verschwommen und detailarm. Diese Stellen sowie auch einige Klebestellen an den Beinen kann der Bausatz leider nicht verdecken, weshalb diese schon zu sehen sind. Gerade bei so glatten und eleganten Flächen wie hier, naja, ist das ein Manko, wo ich dachte, dass Games Workshop das mittlerweile durch einige Kniffe behoben hat. Ich habe es ja schon häufiger erwähnt, dass ich das neue Design vieler Slaanesh-Dämonen, allen voran den Dämonetten und ihren Hühnchen, nicht wirklich mag. Daher war ich positiv überrascht über das elegante Design des neuen Hüters, der es schafft, ohne verzerrte Fratze daherzukommen. Das elegant bedrohende Schreiten des Dämons steht hier im Vordergrund und das Design schafft es mit den Details, wie zum Beispiel dem Gesichtsschmuck oder den tierischen, in Strümpfen gekleideten Beinen, die Idee der androgyn pervertierten Idee des Slaanesh wunderbar zum Vorschein zu bringen und dabei noch jugendfrei zu bleiben. Props an die Designabteilung. Ja, ich bin begeistert von dem neuen Design. Ein paar Schwächen hat der Bausatz, die kann ich aber locker übersehen, so wie ich das auch gerne bei kleineren Herstellern mache, weil die kann man auch ein bisschen ausbessern. Der Bausatz liegt übrigens laut Hersteller bei 110 Euro. Was haltet ihr von den neuen Hütergeheimnissen? Gefällt er euch genauso gut wie mir oder ist es überhaupt nicht euer? Lasst mich an eurer Meinung teilhaben. Der Kickstarter der Woche wird euch auch in der 120. Folge gebracht von Gregor. Und nein, es ist nicht Gregor Katsios von den Rocket Beans, sondern Gregor Gregor. Einige sagen Eisenhorn, aber ich sage Gregor. Danke, Gregor. Diese Woche gab es wenigstens ein paar halbwegs interessante Kickstarter. Nichtsdestotrotz hat Gregor sich mal wieder ein ziemlich nischiges Projekt herausgesucht, vielleicht weil er Kickstarter gerade für diese Nischenprojekte mag. World of Twilight hatten als Hersteller schon einmal einen Auftritt hier bei Dice. Damals mit ihrem Lastentier-Dinosaurier und Zuschauer mit einer Aufmerksamkeitsspanne, die über die eines normalen YouTube-Nutzers hinausgeht, werden sich bestimmt daran erinnern. Und jetzt sind sie zurück mit einem weiteren durchaus hübschen Projekt. Anjaral, Sonthine's Juice Bar. Ey, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, Gregor, das machst du doch mit Absicht, nur um zu hören, wie ich an diesen Namen versage. Dieser mobile, ebenfalls Dino-basierte Getränkeausschank kommt inklusive Besitzer und wahlweise als Resin- oder Zinnmodell. Für ein Schlachten-Tabletop ist die Miniatur nun natürlich eher nicht geeignet. Für Rollenspielrunden vermutlich nur in sehr begrenzter Weise, aber nichtsdestotrotz hat das Ganze seinen Charme. Und mal ehrlich, den x-ten Grimdark-Abklatsch kann nun wirklich niemand gebrauchen. Also warum nicht mal was wirklich Kreatives? Bis 12. September kann man mitmachen und sich für 22 englische Pfund Zontain und seinen Saftladen, ich meine Saftbar, anschaffen. Wer Dice schon seit einigen Jahren verfolgt, der wird wissen, dass am Ende der Staffel die letzte Folge der aktuellen Road 2 kommt. Und das ist normalerweise das zweite erste Spiel, also das erste Spiel der zweiten Paarung aus dem eigentlichen Road 2. Und so ist es natürlich jetzt auch bei Restea. Es treten an Stefan gegen Jan, beziehungsweise eigentlich wollten wir ihn ja auch Steffen nennen, ne? Also Stefan gegen Steffen. Finale! Oh! Ja, nachdem in der letzten Folge unserer Road to Aristea Steffen gegen Stefan ihre erste Runde im Hexadome von Aristea gedreht haben, zocken nun unsere anderen beiden Teilnehmer ihr erstes Spiel. Stefan führt dabei die Bogenschützin Dart sowie die Hackerin Laxmi, die Läuferin Gatter, den aggressiven Hammerhead und Deadpool, Senior Massacre ins Feld. Jans Menagerie hingegen besteht aus dem Elfen Oberon, der Saiyajin-artigen Prison, dem Wolfsmenschen Mutair, dem Panda Sumo 8-Ball und dem Drogenmischer Bachmann. Gespielt wird der Modus Erobern. Dabei punkten alle Zonen bis auf die Startposition. Wer am Ende der Runde mehr Figuren auf einer Punktezone hat als der Gegner, erobert diese. Und wer mehr Punktezonen besitzt als der Gegner, erhält 2 Siegpunkte. Bei gleicher Anzahl bekommt jeder einen Punkt. Wer die mittlere Zone für sich beansprucht, bekommt übrigens einen Extrapunkt. Und wer zuerst 8 Punkte hat, gewinnt das Spiel nach 5 Runden. Aber bevor es losgeht, kommt unsere Hausregel zu tragen. Jeder Spieler darf eine Figur des Gegners eliminieren, sodass jeder nur 4 Aristos aufs Feld bringt. Ich werfe Dart raus, weil Dart mir eine viel zu hohe Reichweite hat. Schade. Und die sich auch noch einen Würfel dazulegen darf, wenn meine Figuren sie nicht sehen. Und das finde ich ganz und gar nicht gut. Außerdem kann sie vergiften und sowas. Und nein, das mache ich nicht. Die kommt weg. Bei dir kommt Prism weg, weil der eine viel zu hohe Initiative hat im Vergleich zu meinen Einheiten. Außer die Nummer 7. Also wärst du sonst mit 2 Einheiten höher als ich und ja. Außerdem ist der mir zu Anime. Sogar eine Frau.
Siehste, zu Anime. In der ersten Runde haben beide Spieler ihre Aristos in Position gebracht. Murtaea bekam in der Mitte einen Betäubtmarker von Lexmi ab und Stefans Hammerhead wollte dem Wolfsmenschen ebenfalls zeigen, wo der Hammer hängt. Doch leider richtete er keinen Schaden an. Am Ende der ersten Runde hatte Stefan 3 Punkte Flächen besetzt und Jan nur 2. Daher bekam Stefan 2 Siegpunkte und da er das Feld in der Mitte noch besaß, gab es einen Extrapunkt. Deshalb stand es am Ende der ersten Runde 3:0 für Stefan. Jan begann die Runde 2 damit, dass Oberon Lexmi blendete, sodass sie nur Sichtlinie auf ein Feld neben sich ziehen konnte. Außerdem schaltete Oberon 2 Fähigkeiten von Hammerhead stumm, bevor er die Beine in die Hand nahm und das Einserfeld in Besitz nahm. Stefans Senior Massaker tat es Oberon ähnlich. Er rannte ins mittlere Feld und verhöhnte den Wolfsmann Murtaea, wodurch dieser gezwungen ist, Senior Massaker anzugreifen, sobald er aktiviert wird. Und das zusätzlich dazu, dass er betäubt ist. Jan aktivierte Bachmann und spielte etwas mit seinen Fähigkeiten rum. Er nahm den betäubten Zustand von Murtaea auf sich selbst. Und was ein Glück, dass Bachmann immun gegen Betäubung ist. Hammerhead Lachs wollte sich wegbewegen, dran. Musste sich aber von Murtaea lösen. Weil wenn ich mich nicht wegbewege, kann ich nichts machen. Ein Erfolg? Gut, also du kannst jetzt... Nichts machen. Nicht. So, dann muss ich jetzt so, das ist das Einzige, was mir bleibt, einen Contender-Angriff zu machen. Weil meine Angriffsaktion, die auch 3 Punkte kostet, hat eine Reichweite von 2 bis 4. Deswegen hätte ich mich erst wegbewegen müssen. Okay, dann einen sinnlosen Contender-Angriff. Verteidige dich. Muss ich mich dann verteidigen? Ich glaube ja, ne? Ja klar, du kriegst Schaden. Ja, ja, Schaden, wie gesagt, ne? Er mag Schaden. Oh, er mag Schaden. Jan freut sich so über den Schaden, den Murtaea bekommt, da er mit jedem Schaden, den er kriegt, schneller wird. Hat hier jetzt noch nicht gereicht. Das ist er nämlich. Da ist er schon. Ich habe die 5. Die 3, also 4. Schade. 4, alles klar. Jetzt sind noch ein bisschen höher. Schade, schade schon. Gut, dann versuche ich dich mal zu debuffen. Das heißt, debuffen ist nochmal? Ja, ich mache die, genau. Ich würde dich mit einem Betäubtmarker belegen und je nachdem, was ich würfel, kann ich noch andere Sachen machen. Da ist kein Erfolg, aber... Du switches. Dann belege ich dich jetzt mit einem Betäubt und meine letzten 4 Aktionspunkte benutze ich, um mich 2-mal zu bewegen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Damit ist sie fertig und dein Wölfchen ist dran. Mhm. Mein Wölfchen steht da ganz gut. Du kannst nur Senior Massaker angreifen. Ah, verdammt, da hätte ich eben dran denken sollen. Dann hätte ich den Würfel nämlich wiederholt und Senior Massaker versucht, noch einen Konzentriert-Marker zu geben. Wie viele Lebensenergie hat er? 4? 4. Okay. Dann möchte ich ihn jetzt mit einem Angriff belegen. Ja. Werde, bevor ich diesen Angriff durchführe, werde ich einen Berserker-Angriff daraus machen. Das heißt, ich werde mir selbst 3 mal Schaden zufügen. Wie viele Lebenspunkte hat er? Er hat 5. Okay. Das heißt, ich habe noch 4. Durch diese 3 bekomme ich automatisch... Nee, er hat noch einen dann. Ja, er hat noch einen automatisch. Genau, so. 4 sind weg, einen hat er noch. Durch diese 3 bekomme ich automatisch 3 Erfolge. Bist du fertig mit deinen Karten ausspielen? Mit meinem Karten ausspielen bin ich fertig. Gut, dann spiele ich eine Karte. Nein! Dieser Effekt zählt nicht. Na gut, wie auch immer. Dann mache ich das einfach so. Dieser Angriff kostet mich jetzt 3 Aktionspunkte. Ich könnte ihn theoretisch erhöhen auf 4. Oder sogar auf 5, dann hätte ich zusätzlich auf jeden Fall 2 Erfolge noch dazu. Das heißt, ich werde alle 5 Aktionspunkte, die ich insgesamt habe, nutzen für diesen Angriff. Für den Angriff habe ich automatisch sowieso 2 orangene Würfel und einen roten Würfel. Mhm. Das heißt, ich habe automatisch 2 Erfolge. Dann gucken wir mal, was jetzt der Würfel hier bringt. 1, 2, 3, 4 Erfolge, also 6 Erfolge insgesamt. Ich verteidige. Also einmal nix und einmal ein schöner Verteidiger. Und ich möchte aber den Schwarzen wiederholen. Mhm. Und spiele Das Glück ist mit den Harten. Gut. Ja. Damit habe ich 3 Blocks.
Und ich habe meinen Standard-Switch ausgelegt, belege das Ziel mit dem Verhöhen-Status. Das ist er aber schon. Also ich habe hier noch einen Switch oben stehen, da steht Negiere vom Negiere-1-Schild vom Wurf deines angrenzenden Gegners. Das ist schade. Dann würde ich nämlich deinen schwarzen, den du gerade so schön neu gewürfelt hast, einfach rausnehmen. Damit wärst du dann quasi weg vom Fenster. Jan dachte damit, Senior Massaker erledigt zu haben, aber Stefan zog die Karte Wundersame Heilung und Senior Massaker heilte, nun ja, wundersam alle Wunden. Stefan bewegte Gatter in das Einserfeld und machte es Jan streitig, so dass es niemandem gehört. Das gleiche tat Jans 8-Ball mit dem Viererfeld und somit gehörten Jan am Ende der Runde das Feld Nummer 5 und Stefan das Zweierfeld sowie das in der Mitte, weshalb Stefan wieder 3 Punkte bekam und somit stand es 6:0 für Stefan. 2 Punkte also bis zu Stefans Sieg. Runde 3 begann mit Würfelpech auf beiden Seiten. Jans Oberon verbrauchte all seine Punkte, um Gatter eine ihrer Fähigkeiten für diese Runde auszuschalten und Stefans Laxmi verpatzte ihren Debuff und rannte deswegen auf das Fünferfeld. Jans Bachmann besetzte das Zweierfeld und Senior Massaker wollte etwas reißen, schaffte es aber nicht, sich von Murte ihr zu lösen. Dafür möchte ich gerne einen zusätzlichen blauen Würfel benutzen mit Ausweichen. Mach das doch. Das ist ein Orange und ein Blau. So, ein Stern und ein Schild. Also der Erfolg wäre im Moment weg vom Fenster. Ja, okay. Das heißt, dann mache ich jetzt nicht meinen Trick, den ich ursprünglich vorhatte. Plan B. Plan B. Ihr könnt mich alle mal. Ich habe gar keine Lust zu. Alle Figuren auf dem Feld bekommen ein Verspottenmarker von Senior Massaker. Alle feindlichen natürlich. Ja, dann greife ich dich jetzt an. Alter! Ausgezeichnet. Was ist denn hier heute los? Ausgezeichnet. Nee. Ja, nichts passiert. Du bist dran. Ach nee, wir müssen neu aufdecken. Richtig. Gatter schaffte es, sich von Oberon zu lösen und rannte in das Zweierfeld, um Bachmann daran zu hindern, es für Jan einzunehmen. Murteir nutzte alle seine Aktionspunkte für einen Spezialangriff, weshalb er zusätzlich zum Würfelwurf 2 automatische Erfolge erzielte und attackierte Senior Massaker. Also, das heißt, es sind wieder 6 Punkte. 6. Insgesamt. Schade, nur ein Ausrufezeichen. So, nein, das ist überhaupt nicht schade. Ich muss jetzt mindestens 3 Schilder würfeln, sonst bin ich dood. Ich ziehe mir noch einen blauen Würfel dazu. Alter. Das sieht nicht so gut Alter. Aus. Das sieht nicht wirklich gut aus. Ja, wir spielen, glaube ich, noch eine Runde. Ganz, ganz echter Kackscheiß. 8-Ball blieb stehen, um das Viererfeld einzunehmen und Hammerhead war damit dran. Ich habe 5 Punkte, ich brauche 3 für meinen Rambock. Dafür muss ich mindestens 2 entfernt sein. Das bedeutet, ich muss mich von dir wegbewegen, was wiederum bedeutet, ich muss würfeln. Ja. Ich habe einen automatischen Erfolg. Okay. Und was auch immer dieser Würfel jetzt zeigt. Würfel mal richtig scheiße, bitte. Okay, ich versuch's. Ich hab's versucht. Er schießt dich mit meinem komischen Contender-Gewehr. Okay. Das ist ein Orange. Yay, ein Schaden, verteidige. Ich verteidige mich aber mit. Also, Hammerhead ist deutlich ein Bewegungscharakter. Ja, du kriegst einen Schaden. Aber wie gesagt, er mag Schaden. Und damit endete die dritte Runde. Stefan beanspruchte nur noch Feld Nummer 5 für sich. Die 2 und das Mittelfeld waren umkämpft und die 1 und 4 hatte Jan eingenommen. Somit erhielt Jan 2 Siegpunkte und Stefan keine. Dementsprechend steht es 6:2 für Stefan. Also ich greife den Hammerhead an. Natürlich tust du das. Und dann gucken wir mal, was hier jetzt passiert. Ja, also du musst. Siehst du, ich hab doch gesagt, ich würfel. Ja, jetzt auf einmal, ne? Ich würfel ganz grottig. Ich hab's mal eben gesagt, ganz grottig, ja. Alter Poser, echt. So, jetzt musst du 3 Schilde würfeln. 3? Ach so, weil du wieder deine 2. Ja. Natürlich. So. Ich habe gar kein Schild gewürfelt, geilerweise. Warum sollte ich auch Schilder würfeln? Weiß ich nicht. Das heißt, ich bekomme 3 Schadenspunkte und du blockst meinen Schadenspunkt mit deinem Schild.
Lakshmi wagte sich aus ihrer Deckung und verteilte Betäubtmarke an Multair und 8-Ball und ran dann in die mittlere Punktezone. Ich habe Mr. Bachmann. Ich möchte gerne impfen. Ich möchte dich mit einer Aktion impfen, nämlich die Dame hier, Gate Gutter ist das, glaube ich. Okay, impfen ist in der Regel was Positives, bist du sicher? Du wirst gleich sehen, wie positiv das ist. Impfen entferne ich einen Zustandsmarker von mir und lege ihn auf dich. Bevor ein Verbündeter einen einfachen Wurf durchführt, um meine Aktion durchzuführen, darf ich von meinem Oberon, der nämlich dann bei mir in der Ecke rumschwirrt, noch einen gelben Würfel dazu nehmen. Hat der eine Reichweite? Oder ist das? Hier steht auch nur, ich bin die Hoffnung, das ist eine automatische Fähigkeit. Aber es ging, das Negative ist ja, die Taktik abzuwerfen. Genau, richtig. Und da lege ich diese Taktik hier ab. Das ist die Taktik ausreichend, bla bla bla. So, brennt er jetzt oder ist es egal? Das ist egal. Okay, dann habe ich zwei Erfolge und habe ein Schild. Das heißt also, ich kann diesen Marker auf dich legen. Mhm. Okay. So, weiterhin habe ich ein Schild. Dadurch kriegst du einmal vergiftet. Da. In Rot. Das war jetzt meine erste Aktion. Impfen. Ich mache jetzt eine Probe bei dir. Eine weitere Aktion. Damit würde ich dir wieder einen Marker entfernen. Mhm. Und kannst du ihn dann einem anderen Charakter geben? Oder? Richtig, zum Beispiel mir selber. Okay. Dann ich einen Erfolg auf jeden Fall. Ich habe ein Schild. Das heißt, ich kann dich nochmal mit einem Giftzustand belegen. Kann jetzt aber wieder diesen Marker wegnehmen und wieder zu mir legen. Und das Ganze kann ich jetzt nochmal durchführen. Diesmal mache ich das aber ohne noch einen Würfel dazu zu nehmen. Ich habe jetzt drei Aktionen durchgeführt, ich habe vier Energiepunkte, das heißt... Das ist jetzt deine dritte Aktion. Genau, das ist meine, also okay, ich führe jetzt die dritte Aktion durch, habe vier Energiepunkte. Das ist ein Erfolg, ja? Ein Erfolg. Ich nehme jetzt wieder das Gift wieder weg, kann dich dafür noch einmal mit Gift belegen, weil ich nämlich ein Schild bekommen habe, da habe ich meinen Switch gewürfelt habe. Ja. Das heißt, ich habe drei Aktionen durchgeführt und ich führe jetzt eine vierte Aktion durch, meine letzte, und impfe dich nämlich jetzt wiederum. Und gucke mal, was damit passiert. Aber ein Erfolg, kann durch das Impfen dich wieder nochmal mit Gift belegen und habe, weil ich wieder ein Schild habe, kann ich dich nochmal mit Gift belegen. Das ist eigentlich total bescheuert, weil du bist so eh schon tot quasi. Ja, ich bin tot mit zwei Lebenspunkten. Aber Bachmann wollte einfach mal gucken, was da so alles passiert. Ja. Gift ist einer der wenigen Zustände, die ein Charakter mehrmals haben kann. Am Ende der Aktivierung, also wenn sich alle Marker von Rot auf Blau drehen, erhält die Miniatur, also in diesem Fall Gutter, einen Lebenspunktverlust für jeden Giftmarker. Hart. Die Aktivierung endete damit, dass Hammerhead sich nicht von Multair lösen konnte. Als nächstes aktivierte Gutter, hatte aber keinerlei Möglichkeiten, jemanden Schaden zu machen, also verstarb sie am Ende ihrer Aktivierung an einer Überdosis Gift, ohne wirklich aktiv am Spielgeschehen teilhaben zu können. Oberon rannte in die Mitte, wodurch die mittlere Punktezone umkämpft wurde. Da Senior Massaker auf der Krankenstation war, konnte Jans 8-Ball ungehindert aktivieren. Er lief auf Lakshmi zu und griff sie mit seiner Aktion Friss mein Fajing an. Er machte zwar keinen Schaden, konnte sie aber durch seinen Switch um ein Feld verschieben, was sie aus der mittleren Punktezone rauszog und es dadurch Jan gehörte. Dadurch bekam er einen Siegpunkt. Und da er mit den Feldern 1, 2 und 4 mehr Punktefelder hatte als Stefan, bekam er zwei weitere Siegpunkte. Und somit stand es am Ende der Runde 6-5 für Stefan. Aber das Spiel wurde hier danach auch abgebrochen, denn Stefan hatte durchaus keine Chance mehr, das Spiel zu gewinnen. Senior Massaker und Gutter kämen in der nächsten Runde auf Feld 3 wieder, allerdings mit weniger Aktionspunkten, da sie ja verletzt wiederkam. Das schränkte Stefans Möglichkeiten ein, mehr Felder einzunehmen als Jan, wodurch dieser in der letzten Runde auf jeden Fall mit drei weiteren Siegpunkten gewonnen hätte. Wow, das war mal ein Comeback. Das Resümee der beiden zum Spiel wird in den nächsten Wochen auf meinem YouTube-Kanal separat hochgeladen. Da reden beide dann nochmal aus ihrer Sicht über das Spiel und über Aristea an sich. Und somit endet auch vorerst unsere Road to Aristea. Das war dieses Mal etwas anders, da es sich hier jetzt um ein kompetitives Brettspiel gehandelt hat, aber ich hoffe, ihr habt dennoch Spaß daran gefunden oder fandet es zumindest interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat euer Favorit abgeschnitten? Hättet ihr gedacht, dass das Spiel so endet? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare und solltet ihr mehr Bock auf Spiele und Tabletops in Serie haben, lasst mir gerne ein Abo da und empfehlt mich weiter. Und natürlich könnt ihr es auch in den Kommentaren schreiben. Natürlich, bis zur nächsten Road to.
So, die 120. Folge von Dice ist vorbei und es wird natürlich auch weitergehen nach einer kleinen Pause, die ich jetzt einrichten werde. Allerdings wird das ein bisschen anders laufen. Ich wollte dieses Jahr wieder den Adventskalender machen und davor noch eine komplette Staffel laufen lassen. Da diese Staffel aber sehr oft unterbrochen wurde, mal weil ich wenig Zeit hatte, mal weil irgendwas mit den Rocket Beans da nicht so ganz funktioniert hatte, werde ich leider auf den Adventskalender verzichten müssen. Dafür aber die zweite Staffel oder die dritte Staffel dieses Jahr dann kommen, die dann aber im Dezember dann auch läuft. Ich hoffe, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, das wollen wir schon. Das machen wir schon. Das kriegen wir auf jeden Fall hin und das wird auch gut so. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und ich möchte jetzt einfach die Zeit mal nutzen, um mich bei all meinen Partnern für diese Staffel zu bedanken, die mich in dieser Staffel unterstützt haben. Das wären zum einen der Taschengeld-Dieb, dann PK Pro, dann der Tabletopper und natürlich Fantasy Welt, bei dem es auch mein Merchandise gibt. Ach ja, falls ihr es nicht wisst, es gibt ein bisschen Dice-Merchandise. So, das lassen wir einfach mal sacken und falls ihr jetzt in der Zwischenzeit Sehnsucht nach mir habt, hier oben könnt ihr meine ganzen Social Media Accounts sehen und die sind relativ interessant vielleicht für zwischendurch. Viel wichtiger ist aber der YouTube-Kanal, da wird nämlich auch in der Staffelpause jedes Mal wieder Material zu finden sein, was hier auf Rocket Beans nicht läuft und viel mehr Material, was auf Rocket Beans nie gelaufen ist. Plus alle Folgen von Dice könnt ihr euch anschauen, das heißt, in der Staffelpause müsst ihr nicht auf Dice verzichten. Ist das nicht toll, nicht wahr? Lasst mir gerne einen Kommentar da, gebt mir ein Abo, empfehlt mich weiter, das würde mich freuen, damit die Dice-Community wachsen kann und ich auch ein bisschen mehr Motivation habe, Dice weiterzumachen. Nicht, dass ich nicht viel Motivation hätte, aber mehr ist mehr. Das klingt ein bisschen komisch, ne? Ich glaube, es gibt gleich Krav Maga für alle. Nein, gibt es nicht. Ich gehe in die Sonne. Macht's gut. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an. Jetzt bei Fantasy Welt.